Hallo zu einer weiteren Review auf MacBerry.de. Heute möchte ich euch einen speziellen Handschuh vorstellen, den Winterfinger. Der Handschuh hat einen speziellen Faden eingearbeitet, der es möglich macht, auch bei der kalten Jahreszeit euer Smartphone zu bedienen. Gerade Smartphones mit touchfähigem Display, wie zum Beispiel das iPhone, der BlackBerry Bold, der BlackBerry 9810 oder auch ein iPad oder ein Playbook. Diese Geräte reagieren ja am Display nur durch die direkte Eingabe auf dem Display. Mit dem Handschuh, dem Winterfinger, ist es halt auch möglich, die Geräte auch entsprechend in der kalten Jahreszeit zu bedienen. So, ich packe den mal aus für euch. So, ich habe jetzt hier einen entsprechenden Handschuh geliefert bekommen. Ist jetzt Unisize von der Größe her. Fühlt sich weich und warm an. Naja, warm kann ich noch nicht sagen, aber auf jeden Fall weich. Sieht eigentlich aus wie ein herkömmlicher Handschuh. So. Die Handschuhe sind alle in Unisize-Größen bestellbar auf www.winterfinger.de ist der Shop. Dort könnt ihr die Farben und die Größen entsprechend aussuchen. Dieser Handschuh oder dieses Paar liegt bei 24,95 €. Kann direkt dort bestellt werden. So, ich ziehe ihn mal an hier. So, sitzt richtig gut. Hervorragend. Sitzt wirklich gut. So, dann wollen wir mal entsprechend das Ganze mal probieren und testen. So, jetzt müssen wir mal hier umstellen kurz. Und ihr seht, er reagiert. So, lässt sich bedienen. Ist jetzt die Frage, ob er mit dem Playbook im Winter draußen unterwegs ist. Aber würde gehen. Hat man trotzdem kalte Finger und man ist irgendwo im Laden, kann man es theoretisch trotzdem bedienen. Schaut auch richtig klasse aus. Funktioniert richtig gut. Jetzt nochmal die App Bild an. Also genauso. Man ist jetzt nun also wirklich super. Wie als wenn man es entsprechend direkt antippt. So. Dann legen wir das mal wieder hin. So, und zeige ich hier nochmal das Ganze an dem iPad 2. Vorher hatte ich es ja am Playbook einmal kurz demonstriert. Fand ich sehr gut von der Empfindlichkeit und vom Tippgefühl. So, ich habe jetzt hier mal die Notizen geöffnet und ja, reagiert. Test. Hallo. Wie geht's? Ja, klappt also genauso richtig gut. Also ihr seht, ihr könnt wunderbar damit tippen. Klappt hervorragend. Lässt sich alles ganz gut bedienen. Also, tadellos. Gefällt mir richtig gut. So. So, hier habe ich nochmal den BlackBerry Bold für euch.
So, schauen wir mal. Das Display ist ja hier nur ein bisschen kleiner, wie jetzt an einem iPhone oder einem HTC Android, irgendwie von der Displaygröße. Dementsprechend hat man hier natürlich nicht so viel Spielraum auf dem kleineren Display. Also ich versuche das hier mal entsprechend hoch zu. Es ist schon schwieriger aufgrund der Displaygröße. Aber es geht. Also er reagiert schon, aber es ist halt alles viel, viel kleiner hier. Und ich denke, weil wir am BlackBerry Bolt ja überwiegend zum Schreiben ja die Tastatur verwenden, es ist halt wirklich so, dass wir da nicht drauf verzichten können, alles über Touch zu bedienen. Aber ihr seht, es klappt wunderbar mit dem Winterfinger. Tolle Geschichte. Weich, warm. Absolut empfehlenswert. Schaut euch nochmal die Review auf macberry.de an. Da könnt ihr nochmal alles genau nachlesen. Und ja, wir sehen uns. Bis zum